So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite Burial at Sea Episode 2. Die Humpback Whale. Das Ding ist uralt. Nur was für Schnäppchenjäger. Man braucht noch Sauerstoffflasche und Atemmaske. Die hat keinen Filter. Okay, sowas wollen wir natürlich nicht. Nee, wir wollen nur die richtig guten Sachen. Was haben wir denn da? The Farmer's Daughter. Ready to get down and dirty. Oh Mann. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Power wie in meiner letzten Aufnahme. In meiner letzten Aufnahme hatte ich nämlich... Moment, ich muss einen kurzen Cut machen. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen mehr Power wie in meiner letzten Aufnahme. Denn in meiner letzten Aufnahme hatte ich noch Kopfschmerzen und war noch ein bisschen müde. Aber jetzt habe ich mich ausgeruht, habe Schmerztabletten eingenommen. Jetzt bin ich voller Power. Wer labert da? Ja, die Leute bekommen immer große Augen, wenn ich hereinkomme. Man gewöhnt sich dran. Okay, da oben ist wir auf jeden Fall ein Zwerg. Ja. Die Stingray. Tauchzeit 90 Minuten. Hier sind wir richtig. Ganz schön weit oben. Irgendwie hat man sie da hochgekriegt. Ich muss bloß die Steuerung finden. Nein, nicht. Ich hab das auf Q, oder? Okay. Derjenige, der sich am besten anpassen kann. Zum Beispiel, indem er für sich selbst denkt. Ich muss einfach nochmal überlegen wegen der Steuerung. The water surrounding Fontaine's department store have been seeded with an extensive number of magnetic mines. Genau das ist es. Ständiges, unbegründetes Ausspielen meiner ehrbaren geschäftlichen Angelegenheiten. Was du meinen Freunden hier angetan hast und was du meinen Freunden antust. Was? Das habe ich gehört. Das war wie ein Glockenschlag. Oh. Wo bist du hin? Wenn ich dich finde... Und du noch. Wie rechtfertigst du deine... Zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Wer ist da? Ich hab dir nicht erlaubt zu gehen. Stell dich dann! Das scheint sie nur zurückzuwerfen. So kannst du nur dann richtig Schaden anrichten, wenn sie dich nicht sehen. Los, komm schon raus. Okay. Ich habe eine Menge Eisen im Feuer. Na schön. Verlass mich nicht. Nicht schon wieder. Scheiße, noch einer da. Jetzt habe ich aber echt nichts mehr, um... freundlich und friedlich zu bleiben. Es sei denn, ich kann jetzt noch schnell was aufheben. Ich habe sich alle verrückt, oder was? Okay. Ich bin gerade in einer Schaffenspause. Seit etwa 15 Jahren. Ich habe Arbeit, will aber endlich wieder auf die große Bühne. Bekomme ich noch irgendwo ein bisschen Eve? Da jetzt wohl eher nicht... Ich hab gehört, wie du über mich gelästert Shit. Hast. Das wollte ich nicht. Ich wollte springen. Das war bei einem normalen Bioshock Infinite halt noch auf Q. Verlass mich nicht! Nicht schon wieder! Okay. Wie kannst du einfach verschwinden? Schön langsam und vorsichtig. Okay, hier hätten wir unten drunter gekonnt. Ich hab nicht gesagt, dass du gehen kannst. Dafür habe ich keine Zeit. Ach ja, hast du dafür keine Zeit. So, kein Verbrauch für Blick durch Winde, solange der Spieler stillsteht. Ich plane
ein gigantisches Comeback. Ich bräuchte nur einen neuen Agenten. Wüsstest du jemanden? Ich sehe nur noch einen. Und zwar dort oben. In letzter Zeit, da habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt. Ich denke, dieser eine soll für uns jetzt nicht das Problem sein. Oh! Eine andere. Schön. Verdammte Rowdies. Sie kommen nachts in die Werkstatt und fahren mit den Hydraulikaufzügen rum. Scheint eine Art Treffpunkt zum Knutschen zu sein. Ich kann es ihnen nicht mal verübeln. Muss schon verdammt langweilig sein, in Rapture aufzuwachsen. Aber ihre Hormone kosten uns Geld. Und das hier ist kein Vergnügungspark. Ich habe die Tür zum Kontrollraum abgesperrt. Der Code ist 7951. Ist das hier für 7951? 7, 9, 5, 1. Tatsache. Diese neuen Sounds? Wie viele Lockpicks habe ich denn? 3 Stück habe ich. Hebe ich mir mein Geld erstmal auf. Wie Liebesbriefe kommen sie direkt aus meinem Herzen. Sie sind für alle Fans, die mir treu geblieben sind. Wie du. Thank you. Vermutlich ist hier irgendwo ein Schalter. Mikrowelle. Jawohl. Aber wozu brauche ich die? Jetzt habe ich so schon alles mit der Armbrust gemacht. Vielleicht halte ich das ja sogar noch bis zum Ende des Spiels aus. Vielleicht brauche ich ja gar keine andere Waffe. Wo ich das da betätige? Ich gehe nochmal hier umsehen. Okay. Nee. Sind viele Lockpicks. Hier ist... Oh, okay. Dafür habe ich jetzt weder Zeit noch Material. Natürlich, die Gebäude werden an der Oberfläche gefertigt, aber wir lassen sie auf einem Ring hinab, der mit dem Stahlrahmen verbunden ist. So viel Stahl. Wie soll man solch riesige Einkäufe vor der Regierung geheim halten, fragt sich jetzt wohl so mancher. Wasser ist flexibel. Wir werden Rapture nicht in Stahl kleiden, sondern in Aluminium. Diese Schakale von der Regierung glauben dann vielleicht, dass ich eine Luftflotte aufbaue. Aber eine Stadt niemals. Ja, genau. Die Gebäude sind aus dickem Aluminium gemacht, die Wände, und die Scheiben sind aus Kunststoff statt aus Glas. So war das zumindest im Buch alles erklärt, was ich da... Aufenthaltsort der ausländischen Forscherschlampe unbekannt. Ryan hält sie für tot, aber wir vermuten, sie ist mit den Little Sisters abgetaucht. Unsere Chancen, an das Ast zu kommen, schwinden. Okay, wir haben schon 3. Ich muss das 4. noch finden. Ich habe das bei meinem ersten Playthrough gefunden. Die 4 Dinger. Und... war eigentlich gar nicht so schlecht. Cool, ich wusste gar nicht, dass ich hier jetzt Sachen finde. Ich wollte eigentlich damit nach oben, aber das führt ja nur nach da unten.
Ja, wir hätten jetzt 5 Stück, aber... Ich glaube, da verzichte ich mal. Gleich wird's laut. Oh, wirklich? Komm zurück! Wir bringen das zu Ende! Ach, shit. Gemeinsam. Ich hab dir nicht erlaubt zu gehen! Ich habe gelegentlich dies oder jene Hand geschmissen. Na, mir wurde gesagt, alles unternehmen man mit seinem Leben bekommt. Lass mich doch nicht hier so stehen! Mein Herz in den Händen! Wie ich die ausgetrickst habe. Hab ihn. Jetzt fehlt noch Väterchen Frost, dann haben wir's. Und Frieden wird ja nicht geduldet. Komm raus und zeig dich. Du Trickser, da versteckst du dich also. So leicht kommst du nicht aus dieser Sache raus. Na, bewegst dich nochmal zu mir? Na los, Hübsche. Wir kriegen das schon geregelt. Komm schon. Erwischt. Psst. Ich hab was gehört. Noch einer. Was nicht. Der Typ könnte noch hier sein. Der Typ. Er ist kein Typ. Kannst du einfach verschwinden? Einfach so. So, jetzt muss ich aber erstmal kurz gucken. Optionen. Tastaturmaus. Ob es das hier auch gibt, nämlich anzeigen, wo mein nächstes Ziel ist. Das gab es ja bei Bioshock Infinite. Mit B. Es wäre nicht schlecht, wenn es das hier auch gäbe. Auf N, okay. Damit ich weiß, ob ich hier weiter muss oder wieder zurück. Aber ich muss scheinbar wieder zurück. Okay, gut, dann habe ich hier das schon mal erledigt. Das wollte ich nur wissen. Nicht, dass ich jetzt hier umsonst wieder zurücklaufe. Das war halt der Punkt. Geht's voran, Schätzchen? Ich muss zugeben, mir kommen leichte Zweifel. Und weshalb sollte mich das kümmern? Weißt du, meine Jungs lechzen nach Adam. Und direkt vor mir sitzt eine ausgezeichnete Quelle. Wenn sie sie töten, kann ich nur hoffen, ihnen gefällt's hier unten. Lassen sie sich häuslich nieder, gründen sie eine Familie. Oder glauben sie, Andrew Ryan kommt und rettet sie? Na gut, aber denkt dran, man kann Little Sisters schnell abernten oder sehr, sehr langsam. Ich habe mich gerade gefragt, warum auf einmal die Untertitel gelb sind. Jetzt weiß ich, warum die Untertitel gelb sind, weil ich wieder meine Gaming-Brille trage. Ich habe das schon wieder ganz vergessen. Wo warst du gestern Nacht? Aus? Aus? Was soll das sein? Hältst du mich für ein Hey, Julia! Komm her! Sieh dir das an! Jetzt wurde mir quasi gerade der Tipp gegeben, dass ich das benutzen soll mal. Das ist Andrew Ryan da auf dem Bildschirm. Sieh nur, was du mit ihm gemacht hast. Eine ehrliche Warnung. Ich bin von der Sorte Auge um Auge. Ich habe doch niemandem was getan, oder? Einen Knüller wie dich lasse ich mir nicht so einfach entgehen. Genug! Wir sind hier. Oh. Ich glaube, was anderes außer die beiden Plasmide brauche ich auch gar nicht. Also ich komme bis jetzt ziemlich gut klar. Wobei Stealth Games eigentlich überhaupt nichts für mich sind, aber.
Hier geht das. Okay, ich muss da lang. Hier war... Ach, hier war sowieso nichts. Okay. Ich hätte aber schon gerne wieder meine normalen Betäubungspfeile. Väterchen Frost, aber wo ist Väterchen Frost? Erst ein Gesetz gegen Bestechung und dann soll wohl ein Kerl mit mir aufs Klo kommen und mir vorschreiben. Okay, was kommt als nächstes? Das Kriegsrecht. Bestimmt nicht dabei, Madison. Ich würde es nicht Versicherung nennen. Ich den Kerl. Ich verkaufe an das Recht, sich als echter Mann. Zwecklos. Sinnlos. Anders gesagt, bloße Phase. Komischen Geräusche bin ich nicht gewohnt. Wie lange hintergehst du mich schon? Ha! Du bist so schlau, dass du schon wieder blöd bist. So leicht kommst du nicht aus dieser Sache raus. Bleib gefälligst hier, wenn ich mit dir rede. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Zu geben und nichts dafür zu verlangen. Oh, Scheiße! Du hast mir alles genommen! Ja, mach das mal schön unter euch aus. Keine Kundenkontakte! Test Drive, da muss ich auch rein, oder? Weil sie haben keine Chance. Kann es sein, dass der Bektier, die da auch wirklich unsterblich einfach ist? Einfach nur mal so als Gedanke. Du hältst dich von ja, natürlich ihr schön, Geld, jemand sie zu bekämpfen. Ist nur eine Mumu mit Beinen. Was? Ich will, dass der Big Daddy da abhaut. Da kann ich die schnell looten und hau dann ab. Gut, ich denke, das reicht. Der ist weit genug weg. Ja, da hat er mir ganz schön Arbeit abgenommen. Er war gleichzeitig Gefahr und Rettung für mich. So, bevor ich jetzt mal hier so mache. Kampfwaffen brauche ich erstmal nicht. Ich gehe erstmal hier auf den Ablenkungspfeil noch. Väterchen Frost, damit kühlen wir Suchongs Maschine. Mutter hat immer gesagt, das Wichtigste ist, man selbst zu sein. Also, hier bin ich. 100% absolut unverfälscht. Okay, das hören wir uns mal an. Dieser Atlas ist in diesem Loch hier unten aufgetaucht und versucht, für Ordnung zu sorgen. Die Spleißer glauben, der Mann kann über Wasser gehen. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Irgendwie erinnert er mich an meinen früheren Arbeitgeber, Frank Fontaine. Der hat immer davon geredet, wie er dem alten Rapture abnehmen würde. Man sieht ja, wohin das geführt hat. Tja. Das Gefühl, ne? Warum kommt er? Ja, egal. Klopf ihn mal an. Ja? Atlas sagt, ich soll hier Väterchen Frost abholen. Du bist noch nicht lange hier, oder? Wie kommst du darauf? Du bist die einzige von uns, die nicht stinkt wie das Reptilienhaus im Zoo. Danke. Ich nehme das mal als Kompliment. Aber nur Väterchen Frost, wir sind hier nicht die Wohlfahrt. Schon gut. Ich nehme hier alles mit, was ich brauche. So, bitte.
hat ja auch gar nicht mehr.